und herzlich willkommen bei uns auf dem Hochzeitskanal. Ich möchte mit einer neuen Serie beginnen, die drei größten Fehler bei irgendwas. Und heute sind es Fehler? Naja, auf jeden Fall sind es drei Dinge, die man unbedingt beachten sollte, wenn man Locations besichtigt, Hochzeitslocations sich anschaut. Und zwar versuchen Sie in der Saison hinzugehen, wo auch Ihre Hochzeit ist, weil das jeweils ganz anders aussieht, wenn Sie im März hinfahren und dann im August heiraten oder umgekehrt. Winterhochzeiten sehen zum Teil ganz, ganz komisch aus, wenn man Locations angeschaut hat im Sommer, wenn die Bäume noch Blätter hatten und plötzlich stellt man fest, dass man das Haus nebenan sieht oder dass da ein hässlicher Schuppen steht oder sonst was, was vorher eben durch die Bäume verdeckt worden ist. Also, richtige Saison. Dann kommt natürlich erschwerend dazu, dass Sie das auch zur richtigen Tageszeit sich anschauen sollten, weil die Sonne halt nun mal morgens um 10 ganz anders steht als nachmittags um 4. Und was ich auch ganz, ganz, ganz wichtig finde, das war meine erste Hochzeit an einem Mittwoch. Habe ich auch nicht dran gedacht, ne? Dass man Bauarbeiter bestechen muss, die kurz aufhören zu arbeiten, weil wir dann eine Zeremonie im Freien hatten. Am Wochenende, ja, da ist das ja no big deal. Aber wenn man unter der Woche heiratet, dann sollte man schon wissen, wo da, wie, wo was passiert. Oder ich weiß, einmal war auch eine ganze Kirche eingehüllt mit einem Baugerüst, hat niemand uns erzählt. Kann man dann auch entschuldigt werden und sagen, ja, Sie haben uns ja nicht gefragt. Also gut, solche Dinge muss man auch fragen. Und last but not least, mein hoffentlich bester Tipp, oder was Sie falsch machen könnten, ist, dass Sie Ihre Hochzeitslocation in bequemen Turnschuhen oder Schlappen sich anschauen. Ziehen Sie doch einfach mal die Schuhe an, die Sie auch an Ihrer Hochzeit tragen würden. Okay? Also viel, viel Glück und alles Gute. Hier kann man mich abonnieren und hier gibt es noch ein weiteres Video. Tschüss!